Ja, Leute, 5 Uhr morgens ist es jetzt. Ich bin aufgestanden, um mich auf den Weg nach Fraser Island zu machen. Da werde ich leider schon um 6 Uhr abgeholt und es ist schon noch ziemlich früh. Ich mache mich jetzt ein bisschen fertig und dann geht's los zur Tour. Breakfast of the day. Schön Proteine, bisschen für die Gains. Wartet mal, wer jetzt Delfine füttern geht. So, wir sind auf dem Weg nach Fraser Island, beziehungsweise jetzt auf der Fähre, sondern nach Fraser Island und quasi jeder im Bus ist draußen. Ich habe mich nach vorne gesetzt, weil ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Das Problem ist nur, dass dieser Dude mich eingeparkt hat. Das heißt, ich bleibe im Auto sitzen und warte und kann nicht diesen Fährfahrt genießen von draußen. Aber es sieht eh übelst heiß aus, obwohl es hier draußen auch hier drin jetzt auch ziemlich heiß wird. Naja, gleich in Fraser Island. Ich bin richtig pumped. Freue mich richtig drauf. Auf Fraser Island. Show you it all, yeah. Look at all this moolah, I got cash now. And a bunch of books in my lap now. All up in your face like a front. Willkommen auf Fraser Island. Going through your place like a front gate. Gatorade, I sip it till I fade away. Mix it with the vodka, then I'm A-okay. Yeah, looking for that green, I wanna radiate. Then sail away like it's 1988. You just lead us up to me. I can show you my world, we can go. Okay, Leute, das ist einer der schönsten Plätze, auf dem ich jemals war. Ich muss 100%ig ehrlich sein. Ich bin mit einer Travel-Gruppe hier. Alleine werde ich hier nicht gefunden. Ich habe einen richtig geilen Pfadfinder, mit dem chill ich ganz halt vorne im Bus. Und jetzt kann man es genießen. Das Leben. You just leave it up to me. Take a trip to the stars. I can show you it all. You just leave it up to me. I can show you my world. We can go through it all. You just leave it up to me. Take a trip. Irgendwo im Regenwald, Lake McKinsey heißt es. Ich bin excited 3000. Also, ich habe das Go bekommen, dass ich hier dronen darf. Das heißt, Genuss pur, glaubt es mir. Alleine unterwegs, Gruppe verloren. Selten etwas so Schönes gesehen. Es ist einfach wundervoll. Okay, das Leben hat mich direkt für diese Schönheit bestraft.
habe die einzige Boxershorts, die ich für diesen 2-Tages-Trip mitgenommen habe, ins Wasser fallen lassen. Okay, egal. Ah ja, ich habe nur eine Boxershorts mit, weil ich vergessen habe, dass ich 2 Tage hier bin. Egal. Okay, wir haben Fraser Island verlassen, sind jetzt auf dem Rückweg, machen noch einen kleinen Stopp hier an Rainbow Beach. Dieser Sand hat 72 verschiedene Farben in den ganzen Ausschichtungen, durch das gesamte Alter. Und ja, es ist einfach ziemlich... Und wieso Beach? Weil auf der anderen Seite das Meer ist. Mashallah, sag ich nur, Mashallah.